Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Antrag, der hier vorliegt, CDU, FDP, ist selbstverständlich sehr zu begrüßen. Ich selbst komme aus dem ländlichen Bereich und wir hatten auch dort in Gronau-Epe eine Sekundarschule und habe das also direkt vor Ort mitbekommen, welche Probleme es von vornherein gab. Und ich unterstreiche auch alles das, was meine Vorredner gesagt haben, da über die Wichtigkeit von Infrastruktur, vor allen Dingen schulischer Infrastruktur für den schulischen Raum. Ich selbst habe ja nun in den letzten Jahren, Jahrzehnten mit Eltern zu tun gehabt. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie groß die Sorgen der Eltern ist, wenn es um die schulische Laufbahn ihrer Kinder geht. Da wird ja auch noch vieles medial öffentlich befeuert. Und die Eltern haben wirklich dann, wenn die Kinder vor allen Dingen von der Grund in die Regel in die Sekundarschulen gehen, beschäftigen sie sich mit nichts anderem als damit, für ihr Kind den richtigen Weg zu finden. Und Herr Panske, Sie haben das gerade angedeutet, welche Schwierigkeiten es gibt. Und das ist in der Tat so, die Sekundarschulen werden nicht so angenommen, wie man sich das möglicherweise gewünscht hat. Und ich kann Ihnen aber auch wenigstens Erklärungsansätze liefern. Ich meine sogar Erklärungen liefern, weil ich das ja hautnah mitbekommen habe. Die Eltern misstrauen einfach den Sekundarschulen, nicht etwa den Lehrern, nicht, dass das hier falsch verstanden wird. Sie misstrauen nicht dem Lehrpersonal, um Gottes Willen. Die machen dort natürlich eine unglaubliche Arbeit und die tun mir sogar manchmal leid, weil die Eltern aber nicht dem Braten trauen. Die wollen entweder ihre Kinder zum Gymnasium schicken, das ist auch in Ordnung, aber wenn die Kinder so auf der Kippe stehen, von den Grundschullehrern beurteilt, dann sind sie sehr im Zweifel, was sie machen sollen. Und dann ist ihnen am liebsten die Gesamtschule. Und die Sekundarschule ist ja im Grunde genommen eine Form der Gesamtschule bis zur Jahrgangsstufe 10. Und da misstrauen die Eltern, denn sie wissen ganz genau, dass diese Standards, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, auf dieser Schule aufrechtzuerhalten, im Grunde genommen fast nicht möglich ist. Das liegt wiederum nicht an irgendwelchen Lehrern oder an irgendwelchen schlechten Willen, sondern es liegt ganz einfach daran, dass man zur Aufrechterhaltung dieser drei Standards eine gewisse Schülerpopulation, also Quantität an Schülern auch braucht. Und wenn ich jetzt hier sehe, das Ganze soll auch zweizügig laufen, wofür wir, wie gesagt, sind, auf jeden Fall. Die Mindestgrenze ist, wenn ich das mich noch richtig erinnere, 54 Schüler. Ich weiß nicht, ob sich da mittlerweile was geändert hat. Also 54 Schüler für eine Zweizügigkeit, 26 pro Klasse. Dann müssen Sie mir mal verraten, wie das geht, dass man tatsächlich Hauptschulangebot, Realschulangebot und Gymnasialangebot macht. Ich halte das für illusorisch, genau wie die gesamte Schulform illusorisch war. Jetzt sagen die Abgeordneten der anderen Parteien, die schon länger hier sitzen, und auch das Ministerium, wir sollen nicht zurückgucken. Aber sehen Sie es mir einfach nach. Wenn ein Fehler passiert, muss man zurückgucken, wenn man den reparieren will. Das ist in jedem Unternehmen so. Das habe ich früher auch in meiner Schule so gemacht. Wenn ein Fehler passiert ist, mussten wir zurückgucken, um zu schauen, wie konnte es zu diesem Fehler kommen. Und ich bedauere es außerordentlich, dass die Bereitschaft in diesem Hause offensichtlich sehr gering zu sein scheint, zurückzugucken und auf Fehlerursache zu gehen, weil man offensichtlich nicht will, dass die vergangenen Fehler medial öffentlich werden. Aber ich hätte mir gewünscht, auch für meine Heimatstadt, dass wir die zwei gesunden Realschulen behalten hätten. Eine haben wir geschlossen und haben dafür im Ortsteil Epe Realschule und Hauptschule geschlossen und dafür die Sekundarschule eingeführt. Und es hat sich dann dieser böse Name verbreitet, hinter dem ich nicht stehe, naja, das ist eine Restschule. Und das ist das Fatale. Und die Lehrer konnten machen, was sie wollten. Die Eltern haben ihre Kinder dort nicht angemeldet. Hätte man das als Realschule gelassen, mit Hauptschulzweig, ich garantiere Ihnen, wir hätten in Epe eine gesunde Sekundarschule, in denen die Eltern ihre Kinder angemeldet hätten. Ich weiß nicht, inwiefern das rückgängig zu machen ist, natürlich nicht von Montag auf Dienstag, das ist mir schon klar. Aber ich würde dafür plädieren, nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus der Tatsache, dass ich das Verhalten und Denken der Eltern kenne, zu überlegen, ob man nicht dahin geht, dass man die Sekundarschulen zweizügig führt, dass man den Realschulzweig stärkt, den Hauptschulzweig anschließt und irgendwann möglicherweise in diese Richtung die Sekundarschulen sich weiterentwickeln lässt. Vielen Dank.